Nachdenkseiten. Die kritische Website. Aktion Haltet den Dieb in Sachen Kriegsplanung deutscher Offiziere. Ein Artikel von Albrecht Müller. Vergangenen Freitag wurde berichtet, deutsche Offiziere einschließlich des Inspekteurs der Luftwaffe hätten einen möglichen deutschen Angriff auf die Brücke von Kertsch, die das russische Festland mit der Krim verbindet, einschließlich die Verschleierung dieses Vorgangs besprochen. Dieses Gespräch wurde von russischer Seite abgehört und ist veröffentlicht worden. Die Planung einer solchen militärischen Intervention ist nach Artikel 26 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Am Ende des Podcasts ist dieser Artikel wiedergegeben. Eine Anklage gegen die Offiziere wäre fällig. Die politisch Verantwortlichen wie auch die Medien verfahren aber nach der Methode »Haltet den Dieb«. Die Russen, die das Gespräch abgehört haben, sind die bösen Buben. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Aussagen deutscher Medien. Da ist vor allem von Abhörfall und Abhörskandal die Rede. Und der Vorgang wird benutzt, um Werbung für weitere Aufrüstung der Bundeswehr zu machen. Die Tagesschau titelt Pistorius zu Bundeswehr-Abhörfall. Wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen. Und noch einmal die Tagesschau, Zitat Russische Spionage bei Bundeswehr. Warum der Abhörfall brisant ist. Sie wollten intern ein Briefing für den Verteidigungsminister vorbereiten. Doch Russland hörte mit. Worum ging es konkret? Wie konnte das passieren? Was hat der Lauschangriff für Folgen? Alles Wichtige im Überblick. Zitat Ende. ZDF Frontal schreibt, Zeitenwende bei der Bundeswehr. Eine oder keine Frage des Geldes. Der Tagesspiegel titelt Taurus-Abhörskandal. Pistorius spricht von Informationskrieg Russlands gegen Deutschland. Die Welt titelt, Verteidigungsminister will Abhörskandal aufklären. Und in der NZZ ist zu lesen, in der Abhöraffäre steigt der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Doch wie eingangs erwähnt, die Planung einer solchen militärischen Intervention ist nach Artikel 26 des Grundgesetzes verfassungswidrig. Dort steht, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.